Es ist eine traurige Geschichte. Am 1. Februar 2019 erkrankte Anna, Mias Mama, an der Kinderkrankheit Meningitis. Wochenlang musste die Familie um das Leben der jungen Mutter und Erzieherin bangen. Zwar überlebt sie, verliert aber durch die schwere Krankheit beide Arme und Beine. Die beiden Freunde Carsten Schwenn und Manfred Kaspers wollen helfen und Spenden für zumindest einen Roboterarm sammeln. Denn der kostet allein schon 50.000 Euro. Die beiden langjährigen Freunde planen dafür eine ungewöhnliche Tour. Wir wollen von Appen oder Glinde nach Australien fahren. Und zwar wollen wir für einen guten Zweck, und zwar für Anna aus Lübeck, die durch eine Viruserkrankung beide Arme und beide Beine verloren hat. Wir beide werden starten von Deutschland aus, zuerst mal in einem Rutsch bis in die Türkei, bis nach Istanbul. Dann geht's weiter durch die Türkei in den Iran, nach Pakistan. Pakistan fahren wir dann hier oben weiter nach Indien, werden nach Myanmar fahren, nach Thailand. Dann werden wir nach Malaysia weiterfahren. Dann beginnt das Inselhopping in Indonesien. Und das letzte Land vor Australien wird Timor-Leste sein. Ab hier werden wir richtig verschiffen müssen, um dann nach Darwin in Australien zu kommen. Für ihre ungewöhnliche Tour haben sich die Freunde einen Campingbus bei eBay ersteigert. Ende Oktober wollen die beiden dann starten.